Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werden wir uns mal mit etwas ganz anderem beschäftigen, nämlich mit der Klausur im Strafrecht. Wir werden hier zusammen besprechen, wie man eine Klausur im Strafrecht lösen sollte und wie viel Zeit man sich für die einzelnen Phasen, die man in einer solchen Klausur durchläuft, wie man sich dort verhalten sollte und wie man dort am besten mit seiner Zeit umgeht. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielklausurlänge von 120 Minuten für euch genommen. Das ist also quasi die Klausurlänge, die auch in der Zwischenprüfung gefragt ist. Es kann sein, dass ihr jetzt eine dreistündige Klausur oder eine fünfstündige Klausur schreibt. Dann müsst ihr einfach nur die Zeiten etwas umändern bzw. die Zeiten dann umrechnen. So, es gibt, wie bereits gesagt, drei verschiedene Phasen. Diese werden wir hier zusammen durchsprechen. Es soll jetzt hier in diesem Video allerdings nicht darum gehen, euch aufzuzeigen, wie wir nachher einen Beispielfall jetzt konkret inhaltlich lösen, sondern es geht nur darum, wie ihr euch in der Klausur verhalten solltet und an welche Schritte ihr denken solltet. So, was ist die allererste Phase? Es ist ja so, dass wenn wir eine Klausur schreiben, wir bekommen einen Sachverhalt und diesen Sachverhalt, den bekommen wir umgedreht auf unseren Tisch gelegt und dürfen ihn erst dann umdrehen, wenn alle einen Sachverhalt bekommen haben. Ja, jetzt während der Corona-Zeit ist das Ganze natürlich etwas anders, aber normalerweise läuft das Ganze so ab. So, stellen wir uns vor, wir drehen den Sachverhalt um. Das allererste, was wir jetzt zunächst einmal machen, Phase 1, Sachverhalt lesen und Notizen anfertigen. Schritt 1, erst einmal die Fallfrage und den Bearbeitervermerk lesen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. In einem zweiten Schritt lesen wir dann den Sachverhalt zum ersten Mal durch. In einem dritten Schritt lesen wir dann den Sachverhalt zum zweiten Mal durch und machen uns neben dem Sachverhalt Notizen. Notizen zu, welche Straftaten könnten verwirklicht sein, welche Probleme könnten auftreten, welche Meinungsstreitigkeiten könnten auftreten. Alles, was wichtig ist, schreibt ihr dorthin. Alles, was ihr nicht vergessen möchtet und in das Gutachten mit reinbringen möchtet, schreibt ihr euch dort daneben. So, diese Phase, sprich Fallfrage, Bearbeitervermerk lesen und dann zweimal den Sachverhalt lesen plus Notizen anfertigen, sollte so um die 10 Minuten dauern. Das macht ca. 8% der Zeit bei einer 120-minütigen Klausur aus. Dementsprechend bitte umrechnen bei längeren Klausuren. So, dann kommen wir jetzt zum Sachverhalt. Ich habe hier einen Beispielfall für euch vorbereitet, an dem wir jetzt hier zusammen ein paar von diesen Schritten anwenden werden. Zunächst einmal, erster Schritt, Fallfrage lesen und den Bearbeitervermerk lesen. Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht? Das heißt, hier gibt es keine konkreten Frage, wie sich jetzt bestimmte Täter strafbar gemacht haben, sondern es wird nach allen Beteiligten gefragt. Und wir haben bei einem Bearbeitervermerk, die Paragraphen 211, 323 CSDGB sind nicht zu prüfen und ferner ist strafrechtlich nicht auf die Misshandlung durch E einzugehen. So, bitte, bitte, bitte immer den Bearbeitervermerk und die Fallfrage zuerst lesen, damit ihr wisst, was muss ich prüfen, was muss ich nicht prüfen und vor allem auch, wen muss ich überhaupt prüfen. Das heißt, was ist überhaupt die Fallfrage? Das ist nämlich ultra wichtig. So, und dann fangen wir an, im zweiten Schritt den Sachverhalt durchzulesen. So, das Ganze werden wir jetzt hier einmal zusammen machen. Das zweite Mal lesen wir dann logischerweise nicht nochmal zusammen durch. So, das heißt, wir lesen den Sachverhalt einmal durch und dann beim zweiten Mal durchlesen, dann machen wir uns Notizen. Ehemann E und seine Ehefrau M leben seit Jahren unglücklich zusammen. Dazu kommt noch, dass E die M mehrfach misshandelt hat und dafür auch gerichtlich belangt wurde. Unter anderem musste er mehrere hohe Geldstrafen bezahlen. Das heißt, hier, wenn wir den Bearbeitervermerk gelesen haben, werden wir feststellen, okay, das Ganze hier ist eine schöne Geschichte, aber für uns nicht relevant, weil einmal wurde der Ehemann bereits bestraft. Er kann wegen einer oder einer derselben Tat nicht zweimal bestraft werden. Das geht logischerweise nicht, das ist verboten. Und ferner ist auch hier unten im Bearbeitervermerk vermerkt, dass wir das Ganze nicht prüfen sollen. So, ganz, ganz wichtig. Danach geht es weiter. Nach einem großen Streit über die Schwiegermutter des E reicht es M. Sie beschließt, ihren Ehemann zu töten. Ja, das ist hier, sie beschließt, ihren Ehemann zu töten, deutet so ein bisschen auf Dolus Directus ersten Grades hin. Das könnte man jetzt hier rechts dran schreiben, Dolus Directus. Ich entschuldige mich wirklich dafür, ich kann mit der Maus einfach nicht wirklich schreiben hier mit dem mit diesem Pad. Das ist wirklich, das geht wirklich ganz schlecht und ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Also hier steht Dolus
Direktus ersten Grades. So, eines Abends legt sie sich mit einem Präzisionsgewehr, auch hier könnten wir dann sagen, unterstreichen, okay, potenziell eine Waffe, ja, für die gefährliche Körperverletzung wichtig, in einem Gebüsch vor dem gemeinsamen Anwesen auf die Lauer, um E abzuknallen. Als sie einen Schatten sieht und sich sehr sicher ist, dass es der E ist, schießt sie. Die Kugel trifft aber nicht wie beabsichtigt den E, sondern Putzfrau P., welche unmittelbar neben E stand. Die beiden unterhielten sich gerade über die Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Es stellt sich heraus, dass E sich bei Abgabe des Schusses gerade geduckt hatte, um etwas vom Boden aufzuheben. Aus diesem Grund traf die Kugel die P. P stirbt noch am Unglücksort, M flüchtet. So, hier können wir diesen ganzen Komplex einmal hier so einen Strich machen oder unterstreichen und uns festhalten, okay, zunächst einmal wäre wichtig der Totschlag, also Paragraph 212 StGB, an der Putzfrau. Das wäre zugleich auch das Erste, was wir prüfen würden, weil es das schwerste Delikt ist. Ganz, ganz wichtig. Das schreiben wir uns rechts daneben. Und hier können wir auch einen Fall machen. Und logischerweise sollten wir jetzt auch schon wissen, was zu prüfen ist. Das heißt also, wenn wir diesen Sachverhalt lesen, sollten wir auch automatisch schon im besten Falle wissen, was jetzt hier die Probleme sind und was die Meinungsstreitigkeiten sind. Das erfordert logischerweise, dass ihr vor der Klausur richtig gelernt habt und wisst, was ihr überhaupt prüfen müsst. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wenn ihr kontinuierlich jeden Tag ein bisschen was macht, dann werdet ihr hier gar keine Probleme haben, erst recht nicht in den Anfängerklausuren. Und wenn man jetzt weiß, okay, hier liegt ein Problem vor, warum? Ja, weil nämlich hier unter Umständen ein Aberratio ictus vorliegen könnte. Da schreiben wir uns auch hier ein Aberratio ictus. Und beim Aberratio ictus ist es natürlich fraglich, was ist die Rechtsfolge des Aberratio ictus? Und die ist hier umstritten. Wir haben hier einen großen Meinungsstreit, den wir jetzt hier an dieser Stelle darstellen müssten. So, das Ergebnis, das verrate ich euch auch. Es ist so, dass wir in diesem Fall dazu übergehen und sagen, okay, M hat sich nicht nach § 212 StGB strafbar gemacht, also Minus. Aber wir prüfen den 222 StGB, also die fahrlässige Tötung, in diesem Falle an der Putzfrau. Und auch den versuchten Totschlag nach § 212, 22, 23 Absatz 1 StGB an dem E. So, das ist die Lösung dieses Falles. Diese Delikte werden auch noch zu prüfen und man könnte jetzt hier noch hinschreiben, okay, fahrlässige Körperverletzung würde ich jetzt hier in diesem Falle hier auch nochmal prüfen und hier würde ich dann nochmal prüfen, okay, liegt eine versuchte gefährliche Körperverletzung vor. So, die zwei Sachen würden wir logischerweise auch nochmal ansprechen, aber da wirklich nur ganz wenig zuschreiben. Das reicht in diesem Falle vollkommen aus. Mehr müssen wir gar nicht hier hinschreiben. Und das Ganze geht wirklich, wenn man weiß, was man zu prüfen hat, sehr, sehr schnell. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Tatkomplex und hier verfahren wir wirklich genau gleich. Einige Tage später wird es M zu bunt. Die Polizei ermittelt zwar bereits gegen sie, dass sie spurlos verschwunden ist. Sie möchte E aber immer noch tot sehen. Aus diesem Grund verabredet sie mit einem Bekannten B, dass dieser den E umbringen soll. Dafür verspricht M dem B unendliche Liebe. Hier würde man vielleicht denken, okay, könnte hier vielleicht ein Mordmerkmal vorliegen. Zum Beispiel die niedrigen Beweggründe. Aber wenn wir nach unten gucken, Paragraph 211 StGB ist nicht zu prüfen. Dementsprechend können wir hier direkt sagen, okay, das wäre für uns gar nicht erst wichtig. So, B, der schon seit Jahren hinter M her ist, geht sofort auf ihre Bitte ein. Die beiden verabreden, dass B den E in einem offenen Duell vor dessen Fitnessstudio niederstrecken soll. Die Tatwaffe solle B sich selber aussuchen. Dieser wählt eine Machete aus, auch hier wieder logischerweise ja, Waffe oder eben gefährliches Werkzeug, je nachdem, hält sich zwei Tage später genau an den Tatplan und tötet E, wie vereinbart, vor dessen Fitnessstudio mit zahlreichen Schnitten und Stichen in Ober- und Unterbauch. Anschließend flüchtet B zu seiner großen Liebe M. So, und hier auch wieder, wir würden gucken, welchen Täter prüfen wir zuerst. An dieser Stelle sei gesagt, Vordermann immer vor dem Hintermann prüfen. Das heißt, wir würden hier zunächst einmal gucken, Strafbarkeit des B und danach die Strafbarkeit der M noch einmal. Und würden dann eben festhalten, okay, Strafbarkeit des B könnte sich hier eben aus einem vollendeten Totschlag ergeben, weil der Mord nicht zu prüfen ist, also 212 StGB und eben die gefährliche Körperverletzung über Paragraphen 223, 224 Nummer 2, das wäre hier eben dann die Waffe oder das gefährliche Werkzeug und eben der 5er, nämlich die lebensgefährdende Behandlung. Und bei der M würden wir schauen, okay,
hat sie sich wegen Anstiftung zum Totschlag strafbar gemacht. Nach 212, 26 StGB. So, das war es im Grunde auch schon mit unserer Skizze, beziehungsweise nicht mit unserer Skizze, mit unseren Vermerken neben der Klausur. Mehr müssen wir wirklich gar nicht dran schreiben, ein bisschen was unterstreichen, hinschreiben, welche Delikte wir prüfen. Das Ganze sollte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen, also 8% der Gesamtklausur. Und danach würden wir übergehen zur Phase 2, nämlich zur Lösungsskizze. Und ich würde fast schon behaupten, dass die Lösungsskizze, also diese zweite Phase, die 20 Minuten dauert bei einer 120-minütigen Klausur, also quasi die erste und zweite Phase dauert zusammen ca. 25%, die Hinschreibphase dauert ca. 75%. Das sind, wie gesagt, nur Pauschalwerte. Man kann jetzt nicht für jeden Fall das Gleiche sagen. Manchmal werdet ihr etwas länger brauchen, manchmal etwas weniger, aber das ist so der Durchschnitt, den ich persönlich empfehlen kann. So, wir haben jetzt also 20 Minuten Zeit, um uns eine Lösungsskizze zu erstellen. Das Ganze machen wir in vier verschiedenen Teilschritten. Der erste Schritt wäre, dass wir den Sachverhalt in Tatkomplexe einteilen. Danach, im zweiten Schritt, legen wir die Reihenfolge der Prüfung der Täter, sprich, welchen Täter prüfen wir zuerst und welchen Täter danach. In einem dritten Schritt schauen wir uns dann an, welche Straftaten könnten verwirklicht sein, und im vierten Schritt schauen wir uns dann diese Straftaten, welche verwirklicht sein könnten, nochmal etwas näher an und schreiben uns insbesondere Probleme und Meinungsstreitigkeiten nochmal in einem Schema auf, damit wir genau wissen, was wir wann ansprechen. So, das ist der Ablauf in dieser zweiten Phase, und wie ich bereits gesagt habe, diese zweite Phase legt quasi den Grundstein dann später für das Gutachten, welches wir dann eben auch einfach nur runterschreiben in einem dritten Schritt. Kommen wir nun näher zu diesen einzelnen Schritten. Schritt 1, Tatkomplexe einteilen. Wir haben in einem Sachverhalt in vielen Fällen mehrere Tatkomplexe, welche wir angeben sollten. In unserem obigen Fall haben wir zwei verschiedene Tatkomplexe. Das ist zum einen der Verlauf bis zum Schuss, beziehungsweise bis zum Tod der P, und danach haben wir nochmal das ganze Geschehen dann mit mit dem B. Ja, wenn der B ins Spiel kommt, weil er eben für die M den E töten möchte. Und da haben wir zwei verschiedene Tatkomplexe und diese auf jeden Fall auch benennen und denen einen Namen geben. Ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall irgendwelche juristischen Namen jetzt hier geben. Auf keinen Fall hinschreiben, der Mord an P oder der Mord an E. Auf keinen Fall, weil dort würden wir ja rein theoretisch schon juristisch vorwegnehmen, dass es sich um einen Mord handelt, obwohl wir noch gar nicht geprüft haben, ob überhaupt ein Mord vorliegt. Dementsprechend auf keinen Fall lieber so Bezeichnungen wählen wie Tod der P oder Geschehnisse vor dem Anwesen von E und M oder im zweiten Tatkomplex Tod des E oder Geschehnisse vor dem Fitnessstudio. Das sind so allgemein gehaltene Namen für die Tatkomplexe, an welchen der Korrektor sehen kann, okay, er hat die Tatkomplexe richtig eingeteilt, ohne diese juristisch zu bewerten. Ganz, ganz wichtig. So, danach legen wir fest, in welcher Reihenfolge wir die Täter prüfen. Und hier im ersten Tatkomplex hat sich nur die M strafbar gemacht, dementsprechend ist es jetzt hier nicht problematisch. Ansonsten, im zweiten Tatkomplex gibt es verschiedene Täter, nämlich einmal B und einmal M. Und hier gilt das ganz simple Prinzip, dass wir den Vordermann immer vor dem Hintermann prüfen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Derjenige, der die Tat verwirklicht, der wird immer oder mehr von der Tat verwirklicht als der Hintermann oder Nebenmann. Der wird immer vor dem Hinter- oder Nebenmann geprüft. Ganz, ganz wichtig, dementsprechend an dieser Stelle B bitte vor M prüfen. Es kann auch sein, dass es mehrere Täter gibt, die zusammen eine Straftat begehen. Dann kann man diese auch zum Beispiel zusammenprüfen. Das ist insbesondere bei der Mittäterschaft der Fall. Ansonsten, wenn es mehrere Gleichbeteiligte gibt, die man gesondert prüfen soll, da kann man sich dann selber im Regelfall aussuchen, wie man oder mit wem man das Ganze anfängt. Außer es ist im Sachverhalt bei der Fallfrage schon festgeschrieben, wo zum Beispiel dann drin steht, prüfen Sie die Strafbarkeit von X, A und Z. Das ist immer so ein bisschen so ein Hinweis, dass man mit dem X anfangen sollte, weil dieser als erstes genannt wird. So, aber wirklich nur dann, wenn es keinen Vordermann gibt. Wenn es einen Vordermann gibt, prüfen wir zunächst einmal den Vordermann, logischerweise. So, dann kommt der dritte Schritt. Im dritten Schritt legen wir fest, was wir dann später konkret prüfen, sprich, welche
Straftaten könnten hier vorliegen. Schauen wir uns jetzt hier den ersten Tatkomplex mal zusammen an. Es gilt der Grundsatz, schwerere Taten werden immer vor leichteren Taten geprüft. Das heißt, wir schauen uns an, welche Straftaten sind mit einem höheren Strafmaß verbunden als andere. Logischerweise würden wir jetzt hier in diesem Falle sagen, okay, Mord ist nicht zu prüfen, aber Totschlag. Dementsprechend würden wir als allererstes prüfen, liegt ein Totschlag an der P hier vor. Danach würden wir dazu übergehen, bei der P bleiben. Ich würde auch dazu empfehlen, wenn wir ein Opfer angefangen haben, dass wir dann bei diesem Opfer auch bleiben und die Prüfung dann komplett durchziehen, bevor wir dann zum nächsten Opfer kommen. Dementsprechend würden wir jetzt hier dann sagen, wir haben ja bereits gesagt, beim Aberratio Ictus, da wird ja der Paragraph 212 StGB in diesem Falle verneint bei der Gleichwertigkeit der Tatobjekte, weil sich der Vorsatz des Täters auf ein bestimmtes Ziel konkretisiert hat, nämlich in diesem Falle auf den E und nicht auf die P. Dementsprechend würden wir jetzt hier noch eine fahrlässige Tötung prüfen. Und ja, das Ganze kann man hier fast schon in eckige Klammern setzen, weil man kann hier noch die fahrlässige Körperverletzung prüfen. Aber wie bereits gesagt, das ist nicht wirklich wichtig. Das kann man in einem Satz abhandeln. Da würde ich wirklich nicht mehr als einen Satz zu schreiben. Mit der fahrlässigen Tötung hat die M sich auch wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht. So. Danach würden wir hingehen und sagen, okay, wegen welchen Straftaten könnte sich denn die M an dem E strafbar gemacht haben? Das wäre hier der versuchte Totschlag und danach eventuell noch die versuchte gefährliche Körperverletzung. Auch die würde ich hier in einem Satz runterbrechen. Und danach kommen wir dazu, die Konkurrenzen festzulegen. Das ist wirklich so unglaublich wichtig. Das kann ich nur immer wieder betonen, die Konkurrenzen festzulegen in einer Klausur und auch jetzt schon an dieser Stelle. Ich würde wirklich nach jedem einzelnen Tatkomplex immer die Konkurrenzen einmal zusammenfassen, damit ihr nicht am Ende dann irgendwie so ein großes Wirrwarr habt von Konkurrenzen, wo ihr gar nicht mehr durchblickt und gar nicht mehr wisst, wo ist das Anfang und wo ist das Ende. Dementsprechend jetzt an dieser Stelle schon die Konkurrenzen festlegen und hier würden wir beispielhaft sagen, okay, der Paragraph 212 StGB wurde ja nicht verwirklicht, der Paragraph 229 StGB tritt logischerweise als Durchgangsdelikt unter dem Paragraphen 222 StGB zurück. Das gleiche gilt hier auch für die versuchte gefährliche Körperverletzung. Das heißt also, dass die M sich hier wegen fahrlässiger Tötung an P und wegen versuchtem Totschlag an E in Tateinheit strafbar gemacht hat. So, dann kommen wir zum zweiten Tatkomplex und hier auch das Gleiche. Aber wir haben hier mehrere Täter, sprich wir fangen mit dem B an, prüfen zunächst einmal Totschlag. Ja, der liegt hier logischerweise vor, genauso wie die gefährliche Körperverletzung. Und an dieser Stelle können wir dann weitergehen zur Strafbarkeit von M. Falls der eine oder andere sich jetzt fragt, okay, wir haben jetzt hier die Anstiftung zum Totschlag, aber warum ist denn die Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung nicht mit drin? Ja, würde ich an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt nochmal mit reinnehmen, weil es der M ja gerade darum ging, dass der E stirbt und nicht nur verletzt wird. Klar, es ist ein Durchgangsdelikt, aber ich würde es dabei belassen an dieser Stelle. Und das Gleiche dann auch hier wieder die Konkurrenzen festlegen. Wenn wir das hier auch wieder gemacht haben, dann kommen wir zum C, zum Endergebnis. Und im Endergebnis schreiben wir dann quasi das Gesamtergebnis aus ersten und zweiten Tatkomplex hin. Ja, und haben dann quasi unsere Prüfung, beziehungsweise unsere Reihenfolge, wie wir die Straftaten prüfen, dann beendet. So, das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens, ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie hingehen und jetzt die Konkurrenzen jetzt hier schon bei der Festlegung der Straftaten oder bei der Lösungskizze hinschreiben. Das Ganze könnt ihr dann wirklich auch im Gutachten machen. Das habe ich jetzt nur gerade erwähnt, damit ihr wisst, worum es geht. So, dann in einem vierten und letzten Schritt bei der zweiten Stufe schauen wir uns dann die einzelnen Straftaten etwas genauer an. Das könnt ihr auch bereits bei, also Schritt 3 und 4 könnt ihr quasi schon zusammen machen. Das heißt, ihr könnt dann quasi hier schon die Prüfung öffnen. Das würde ich euch auch empfehlen und dann hier quasi die Prüfung dann weitermachen und etwas genauer prüfen, wie es jetzt hier von mir gemacht wurde. Sprich, wir würden jetzt hier in die Prüfung des Paragraphen 212 StGB reingehen. Tatbestand, objektiver Tatbestand, Erfolg, die unproblematisch vor, Handlung auch, Kausalität auch. Ich würde wirklich immer nur ein kleines Plus daneben setzen, falls es vorliegt. Und nur dann, wenn problematische Fälle vorliegen oder irgendwelche Besonderheiten gegeben sind, würde ich etwas dazu schreiben. Zum Beispiel bei der objektiven Zurechnung würde ich jetzt hier hinschreiben, okay, liegt hier unter Umständen eine atypische Kausalität vor, weil als M geschossen hat, hat sich der E ja geduckt, nur deswegen wurde die P getroffen, ist es vielleicht atypisch.
Und hier würde man logischerweise sagen, nein, aber das Ganze würde ich auf jeden Fall zumindest einmal kurz ansprechen. Danach, ganz großes Problem, hier würde ich ein großes P hinmachen, nochmal extra und sagen, okay, wir haben hier im subjektiven Tatbestand, könnte der Vorsatz entfallen über Error in Persona, Abweichung vom Kausalverlauf oder eben über Ratio Ictus. Error in Persona liegt logischerweise nicht vor, weil sich der Täter, hier die M, nicht über die Identität des Opfers irrt, sondern vielmehr haben wir hier ein Fehlgehen der Tat. Und hier würden wir dann eben das große Problem beim Ratio Ictus ansprechen zu den Rechtsfolgen. Und hier würden wir dann eben die einzelnen Theorien auch festhalten, Konkretisierungstheorie, Gleichwertigkeitstheorie, Vorwürfbarkeitstheorie und so weiter und so fort und würden dann zu einem Ergebnis kommen und bei der Prüfung hier in diesem Fall rausfliegen, sprich, die M hat sich nicht wegen Totschlag an P strafbar gemacht. So, würden aber dann eben weiter prüfen, wie ich bereits gerade gezeigt habe. So, eins noch zu erwähnen, die Frage ist immer so ein bisschen, wie viel schreibe ich mir in die Lösungskizze hinein? Ich würde mir das aufschreiben, was wirklich wichtig ist. Ich würde jetzt hier nicht hingehen und anfangen, jetzt den Meinungsstreit darzustellen, weil es reicht vollkommen aus, wenn wir wissen, was wir zu prüfen haben. Manche von euch denken sich, aber vielleicht vergesse ich den Meinungsstreit. Das werdet ihr nicht tun. Ihr werdet den Meinungsstreit nicht vergessen. Das ist einfach, selbst in dieser Stresssituation werdet ihr es nicht tun. Wenn ihr euch einmal daran erinnert habt, dann werdet ihr das Ganze nicht vergessen. Logischerweise dementsprechend einfach nur ein paar Stichworte dazu hinschreiben, großes P machen, damit ihr wisst, hier muss ich dann bei dem Gutachten das Ganze nochmal etwas genauer machen. So, das macht ihr mit allen verfügbaren Straftaten. Ich würde wirklich in diesem Falle jetzt bei den Sachen, wo man nur einen Satz zuschreibt, jetzt nicht nochmal irgendwie sowas, nicht nochmal eine Prüfung aufmachen. Also 229 StGB oder die versuchte gefährliche Körperverletzung würde ich jetzt hier gar nicht mehr groß thematisieren. Ich würde wirklich einfach nur hingehen und Totschlag, fahrlässige Tötung und versuchten Totschlag einmal durchgehen und das Ganze ja, schnell abhaken, damit wir wirklich nicht länger als 20 Minuten bei der Lösungskizze sitzen. So, danach haben wir im Optimalfall eine komplette Lösungskizze. Und im Grunde war es das schon. Wir müssen uns jetzt nur noch hinsetzen und in diesen restlichen 90 Minuten hier die Klausur runterschreiben. Das war's. Wir müssen das Ganze nur noch runterschreiben. Fertig. Klar, im Strafrecht ist es immer so, dass natürlich der Sachverhalt meistens ziemlich lang ist und auch sehr viel zu prüfen ist. Aber wenn wir etwas Tempo geben und trotzdem sauber schreiben, dass der Korrektor auch jedes Wort lesen kann, das ist übrigens sehr, sehr wichtig, dass wir sauber schreiben und verständlich schreiben und auch etwas Platz lassen. Das heißt also, wenn man quasi jetzt hier den Punkt Erfolg hat, Erfolg plus, dann lässt man eine Zeile frei. Handlung fertig machen, Zeile freilassen. Kausalität fertig machen, Zeile freilassen. Das ist so eine Empfehlung, dann sieht das Ganze wesentlich übersichtlicher aus. So, ihr müsst das Ganze dann nur noch runterschreiben. Ja? Dann habt ihr es. Selbst wenn ihr nicht komplett fertig werden solltet im Strafrecht, wenn euch irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn euch ein Delikt fehlt oder ein halbes Delikt oder die Konkurrenzen ganz am Ende, es ist überhaupt nicht schlimm, weil die meisten Studenten schaffen es zeitlich nicht, diese Klausur fertigzustellen, gerade in den Anfangssemestern. Deswegen Gas geben, probieren, möglichst viel zu schaffen und deswegen auch die Lösungskizze anfertigen, damit ihr nicht während der Prüfung noch überlegen müsst, okay, was muss ich jetzt hier überhaupt ansprechen? Weil das wird euch dann erst recht Zeit klauen, dementsprechend Lösungskizze anfertigen und auf Nummer sicher geben. So, wie bereits gesagt, probiert euch so ein bisschen an diese Zeiten hier zu halten. Das wäre wirklich wichtig. Klar, plus, minus 5 ja, bis 10 Minuten ist okay, aber generell würde ich mich da so ein bisschen dran halten. So, ansonsten, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu diesem Video, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Wie bereits gesagt, bitte immer für die Klausuren gut lernen. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel mit unseren Videos hier auf YouTube machen, Strafrecht AT, Strafrecht BT oder auch auf der Website mit den Top 10 Strafrecht AT-Fällen. Dort haben wir 10 oder die 10 wichtigsten Fälle aus dem Strafrecht AT für euch zusammengefasst und dargestellt, damit ihr für die Klausuren bestens vorbereitet seid und in Verbindung eben mit diesem Video, ja, mit der genauen Erläuterung, wie man in der Klausur verfahren sollte, habt ihr dann quasi die zwei perfekten Komponenten, um perfekt dort reinzustarten. Mit den Lernvideos, die es auch auf YouTube gibt, habt ihr wirklich, ja, im Grunde dann alles parat, um die Klausur gut zu bestehen.
So, wie bereits gesagt, falls noch Fragen bestehen, bitte unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns dann bei dem nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Paragraph 31.